Hier nochmal die Home Assistant App. Auch darüber kann ich jederzeit die LEDs zum Beispiel auch dimmen. Und ich kann hier in Home Assistant die Lampen ausschalten. Legt mein Handy weg und kann hier über die Power-Taste die LEDs wieder einschalten. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und gleichzeitig basteln wir heute auch noch mal ein bisschen. Denn ich habe wieder Post von PCBWay bekommen, wir haben also wieder neue Platinen hier liegen. Und zwar geht es heute um einen Philips Hue Ambience Klon. Die Original Hue Ambience kosten ja irgendwie im Doppelpack 120 Euro, aber zwei LED-Lampen für 120 Euro... Really, Philips? Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir bauen uns das Ganze selber. Ein Tick klobiger, dafür habe ich nicht nur eine LED-Reihe, sondern zwei nebeneinander. Aber der Controller muss ja eh irgendwo da rein. Schauen wir uns gleich alles nochmal im Detail an. Aber was habe ich denn alles dafür benutzt? Also, natürlich angefangen mit der LED-Stripe hier. Wichtig für die optimale Lichtausbeute. Nehmt hier 144 LEDs pro Meter. Ihr seht, dann hängen die hier wirklich LED an LED. Der Stripe ist dafür, ich glaube, 1 mm breiter. Aber so habt ihr natürlich viel mehr LEDs auf kleinem Raum. Das Gehäuse hier ist für 30 LEDs jetzt gerade vorgesehen. Damit kommen wir direkt zum Gehäuse. Diesmal dreiteilig. Einmal das Hauptgehäuse, auf den Boden kommen hier die LEDs, darauf kommt dann hier diese Platte, da liegt dann nachher der Controller drauf. Hier kommt ein zweiter Teil der Platine reingesteckt, darauf sitzen nachher zwei Buttons und darüber können wir das System dann einmal an- und ausschalten und mit dem zweiten Knopf die Farbe wählen. Ja, und dann natürlich noch einen Deckel, der kommt nachher oben drauf. Ihr seht, das Ding kommt gerade erst vom 3D-Drucker, heißt die Ränder hier, die muss ich jetzt gleich erstmal noch abschneiden. Machen wir hier aber erstmal weiter. Natürlich noch ein Netzteil, in dem Fall habe ich hier ein 5 Volt 3 Ampere Netzteil, sollte für 30 LEDs dicker ausreichen. Dann hier noch die Powerbuchse, die kommt nachher hier noch in das Gehäuse an die Seite rein, damit wir eben das Netzteil auch anschließen können. Ja, und jetzt kommen wir zum Herzstück, nämlich die Platine von PCBWay. Schauen wir doch mal rein. Hier seht ihr die Platine, jetzt gerade von hinten. Von vorne sieht man leider noch nichts, insofern ich packe sie mal eben schnell aus. So, und hier seht ihr jetzt die Platine. Vielleicht fällt es euch schon auf, ich habe einmal ausprobiert, was uns Jürgen im letzten Video gezeigt hat, und zwar Panelizing. Die Platine ist nämlich hier an dieser Kante zum Brechen vorgesehen. Heißt, es sind in Wirklichkeit zwei Platinen in einer. Auf dieses kleine Board hier kommen gleich nur zwei Buttons, damit wir das senkrecht an die Gehäusewand anbringen können. Und hier auf dem zweiten Teil, da kommt jetzt gleich unsere Node-MCU bzw. unser D1 Mini drauf. Als Controller mit den ganzen Anschlüssen für Strom und LEDs. That's it. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt auch direkt los. Ja, wenn ihr also mal für euer eigenes Projekt eine Platine braucht, schaut auf jeden Fall bei PCBWay vorbei. Den Bestellprozess und was ihr sonst noch alles auf der Homepage von denen findet, habe ich euch hier oben mal in einem Video zusammengefasst. Link dazu also in der Infobox. Solltet ihr noch nicht wissen, wie man eine Platine selber herstellt, wie man die designt, können wir euch auch dabei helfen. Denn Jürgen hat uns letztes Jahr ja ein KiCad-Tutorial erstellt. Auch das verlinke ich oben in der Infobox. Darin erklärt er wirklich absolut anfängerfreundlich, von Beginn an mit der Installation von KiCad bis zur Bestellung der fertigen Platine. Alles Schritt für Schritt, so dass es wirklich jeder verstehen und nachvollziehen kann, wie ihr zu eurer eigenen fertigen Platine kommt. Schaut einfach mal rein, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie gesagt, wenn ihr eine Platine bestellen wollt, schaut bei PCBWay vorbei. 5 Dollar für bis zu 10 Platinen gehen als Prototyp durch, kann man absolut nicht meckern. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, oben in der Infobox. Und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Während der Lötkolben hier aufheizt, stelle ich mal eben kurz das Gehäuse hier frei. Also wir teilen jetzt erstmal die drei Teile und dann sehen wir uns gleich wieder beim Löten. Ja, hier haben wir jetzt erstmal alle Bauteile, die wir benötigen und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich nehme hier mal die Platine, die spannen wir jetzt als erstes mal hier ein und wir fangen an, die ersten Bauteile zu montieren. Ich würde sagen, wir gehen von innen nach außen
Ich nehme jetzt hier erstmal die 10K Widerstände. Einmal biegen, bei Widerständen ist die Richtung egal, ihr wisst Bescheid. Zack, zack. Die liegen nachher unter dem Board, die sehen wir also später nicht mehr. Dann kommen wir zu den zwei Dioden, die hier als Verpolungsschutz dienen sollen. Bei den Dioden müsst ihr darauf achten, die haben hier vorne einen silbernen Ring. Dieser Ring ist auf der Platine auch markiert, da die Richtung beachten, denn die Sperren sind zu falsch rum drin, läuft's nicht. Beinchen ein bisschen auseinanderbiegen, das kennt ihr inzwischen schon. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier die Buchsenleisten. Ungefähr so, dann kann jetzt hier die Buchsenleiste auch nicht mehr raus. Und das verlöten wir jetzt mal eben. So, das war Schritt Nummer 1. Ich würde sagen, dann können jetzt hier direkt die Beinchen ab. Und wir können direkt weitermachen mit der zweiten Buchsenleiste. Einmal hier drauf. Und da können wir jetzt den D1 Mini einmal draufstecken. Der hält das Ganze dann direkt fest. So stellen wir auch sicher, dass die Buchsenleiste nachher auch genau in der Position ist, wie wir sie am Ende brauchen, also vom Winkel her. Und jetzt verlöten wir die nächsten Beinchen. So sieht das Ganze jetzt aus und machen wir direkt weiter. Und zwar hier mit dem Buchsenheader für unsere LEDs. Dafür habe ich hier so ein dreipoliges Kabel schon mal bereitgelegt. Und an das Kabel kommt hier dieser Stecker. Nehmen wir also jetzt hier die Buchse. Und jetzt müssen wir nur einmal gucken, wie rum wir die hier draufpacken. Die Platine ist ja hier beschriftet mit Data, Ground und 5 Volt. Also muss das Kabel so rum auf die Platine. Und deshalb auch hier vorne diese Seite der Buchse zum Platinenrand. Wieder einspannen, mit dem zweiten Arm wieder darunter das Ganze fixieren und festlöten. Die restlichen Anschlüsse auf der unteren Seite der Platine versehen wir jetzt noch mit normalen Pinheadern und dann sind wir mit der Hauptplatine auch schon fertig. So, wenn wir jetzt den D1 Mini nochmal runternehmen, sieht die Platine jetzt schon mal so aus. Von der Rückseite auch alle Pins schon entfernt, insofern der untere Teil ist fertig. Kommen wir also jetzt zu unseren Tastern. Die müssen hier oben auf die Platine drauf. Ich denke, man sieht auch schon, wie rum sie hier drauf müssen. Die Beinchen sind ja etwas rechteckig angeordnet, insofern. So sollte das Ganze dann aussehen. Müsste eigentlich auch von sich aus schon halten, wenn die Beinchen nicht zu sehr verbogen sind. Und ja, wir können die Platine jetzt einfach umdrehen und festlöten. So, die Taster sind verlötet und jetzt fehlt nur noch hier dieser vierpolige Pinheader und der kommt auf die Rückseite. Denn hier kommt nachher der Kabelanschluss dran, der die Buttonplatine mit der Hauptplatine verbindet. So, die Platine ist von vorne und von hinten vollständig bestückt und insofern können wir sie jetzt hier in der Mitte auseinanderbrechen. Einfach mal ganz vorsichtig ein bisschen biegen und dann seht ihr, teilt ihr das Ganze in zwei Teile. Und so haben wir jetzt einmal die Buttons und einmal die Hauptplatine. Und das können wir dann am Ende so rum hier drauf packen und die Taster sollten wunderbar hier in das Gehäuse reinpassen und sitzen somit nachher am Gehäuserand und können hier gedrückt werden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Kabel. Und darum kümmern wir uns jetzt. So, was wir jetzt als erstes machen, ist, die LEDs brauchen ein neues Kabel. Dafür haben wir hier ja unseren Dreipolstecker eben schon die Buchse an die Platine gelötet. Heißt, das Kabel muss jetzt hier an die LEDs. Die LEDs müssen wir noch zuschneiden. Fangen wir damit mal an. Als erstes mal das Originalkabel hier entfernen. Und was wir jetzt brauchen, sind zwei Streifen A15 LEDs. Ich nehme mal lieber die Schere. Ich persönlich opfer jetzt immer eine LED. Heißt, ich habe ganz knapp auf beiden Seiten der LED abgeschnitten. So habe ich nämlich hier am Ende und hier am Anfang auf beiden Seiten das volle Lötpad zur Verfügung. Die halben Lötpads, das hält immer nur so bedingt oder ist ziemlich lästig zu verlöten. So ist es relativ angenehm. Die Lötpads sind jetzt etwas größer.
Dafür ist halt eine LED hops, die kann ich so in dem Sinne nicht mehr verwenden. Ist mir an der Stelle aber egal, weil ich brauche hier den Eingang und den Ausgang und bei der zweiten brauche ich nur noch den Eingang, aber die möchte ich halt einfach angenehm verlöten, deshalb die in der Mitte einfach knapp rausschneiden, um volle Lötpads zur Verfügung zu haben. Schneiden wir noch schnell die nächsten 15 ab. So, und jetzt bei den LEDs, Achtung, die haben hier oben einen Pfeil, das heißt, hier ist der Eingang, hier ist der Ausgang und diesen Ausgang müssen wir jetzt mit dem Eingang der zweiten Stripe wieder verbinden. Heißt, diese drehe ich jetzt so rum, damit Ausgang und Eingang direkt nebeneinander liegen und verbinde erstmal die drei Anschlüsse mit diesen dreien. Natürlich darauf achten, Ground an Ground, 5 Volt an 5 Volt und Data an Data. Das machen wir jetzt mal als erstes. So sieht das Kabel dann jetzt an der LED-Stripe aus. Wir biegen das Ganze jetzt rum. Die Kabel sind jetzt hier an der Stelle unterschiedlich lang. Das wollen wir natürlich nicht. Heißt, die schneiden wir jetzt hier wieder gerade ab, isolieren das Ganze wieder ab, verzinnen das Ganze und können dann die zweite LED-Stripe anlegen. So sieht das Ganze jetzt aus. Die rote Leitung und die gelbe, die hätten sogar beide jeweils noch ein bisschen kürzer sein können, aber der gute Wille war da, reicht uns jetzt hier für diesen Zweck auch. Und ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier oben am Eingang. Da muss jetzt natürlich auch noch der Stecker dran. Also nehmen wir uns jetzt noch das Kabel und löten das auch noch hier dran. So, und dann sollte das in etwa so am Ende bei euch aussehen. Und das können wir jetzt ins Gehäuse bauen. Wenn ihr das Gehäuse jetzt so rum vor euch liegen habt, dann kommt die Platine ja so rum hier rein. Hier auf der Seite sitzt dann euer Hauptcontroller. Auf dieser Seite habt ihr die Buttons, die LEDs kleben wir jetzt gleich hier unten auf den Boden. So, und damit wir hier auf der Seite am besten an den Stecker kommen, würde ich euch empfehlen, die LEDs so rum hier in das Gehäuse zu kleben. Also mit dem Stecker auch auf der Seite, wo ihr ihn nachher anschließen möchtet. Ich biege dafür das Kabel hier ein kleines bisschen nach oben, damit uns das nicht mehr im Weg ist. Und jetzt nehme ich mir ein Stück Heißkleber und meinen kleinen Brenner, tropfe jetzt hier jeweils einen Punkt Heißkleber in die Ecken und drücke die LEDs darauf fest. Die LEDs entwickeln natürlich auch eine gewisse Hitze, von daher, ob Heißkleber jetzt unbedingt so die erste Wahl ist, vielleicht nimmt auch besser einen anderen Kleber. Aber ihr wisst ja, alles nur Ideen, alles Vorschläge, baut es wie ihr wollt, nach euren Bedürfnissen nach. Der Part ist auf jeden Fall fertig, das ist soweit fertig. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist die Verbindung zwischen den Buttons und der Hauptplatine. Und dafür machen wir uns jetzt noch ein Kabel. Und zwar habe ich dafür jetzt hier diese vierpoligen Stecker. Und das schneiden wir uns jetzt ein bisschen zurecht. Verlöten das Ganze eben miteinander, dass wir auf beiden Seiten diesen vierpoligen Stecker haben, um nachher die beiden Platinenteile miteinander zu verbinden. Und fertig ist das Adapterkabel. Was wir jetzt noch brauchen, ist dieser JST-Stecker hier an der Powerbuchse für das Netzteil. Bei der Buchse hier gilt, der kurze Anschluss hier, das ist die 5-Volt-Leitung, also der mittlere Pin in der Buchse, hier in der Mitte dieser Pin. Und außen ist der Ground und der geht hier auf das lange Beinchen. So, nachdem jetzt der Powerstecker und das Anschlusskabel für die Tasten beide fertig sind, können wir uns ans Montieren geben. Als erstes drücken wir jetzt mal hier die Messinggewinde mit einem Lötkolben und mit Hilfe von einer Pinzette, damit sie nicht wieder rauskommen, hier in die vorgesehenen Löcher. So sieht das Ganze dann fertig aus und das gleiche müssen wir jetzt noch zweimal machen und zwar hier unten im Gehäuse. Im Gehäuse sieht das Ganze dann so aus und jetzt geht's weiter mit dem Montieren. Ich finde, am einfachsten ist es, wenn man jetzt dieses Board mit der Platine für die Buttons einfach schon mal einsetzt. Heißt, hier das Kabel fangen wir uns so ein bisschen mit der großen Öffnung ein. Dann können wir das Ganze hier so zusammendrücken. Und jetzt können wir den Einsatz schon mal in den beiden Ecken festschrauben. So, jetzt legen wir das Kabel hier so auf die Seite und setzen hier die Platine ein. Diese schrauben wir dann jetzt hier genauso auch fest. Dann nehmen wir uns das Verbindungskabel, stecken es einmal hier auf die Platine
Beim Anschluss der Buttons müsst ihr jetzt darauf achten. Hier unten an der Platine, da ist beschriftet, welche Seite für den Powerschalter und welche für die Farbwahl zuständig ist. Das heißt, zwei Kabel sind für Power, zwei Kabel sind für die Farbwahl. Die Buttons sind ebenfalls unten beschriftet, welcher wofür zuständig ist, und dementsprechend müsst ihr den Stecker auch auf der Rückseite anschließen. Sollte das nicht funktionieren bei euch, bzw. die Schalter vertauscht sein, müsst ihr einfach nur den Stecker umdrehen und das Ganze funktioniert. Ich lege die Kabel jetzt direkt so, dass sie gleich unter dem D1 liegen. Das heißt, dadurch werden sie vom D1 Mini auch nochmal fixiert. Jetzt müssen wir noch den Stecker von den LEDs anschließen. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Strombuchse im Gehäuse. Das ist ein bisschen friemelig. Sobald die Mutter aber einmal greift, ist das Gehäuse so designt, dass ihr jetzt hier außen einfach schrauben könnt und die Mutter sich im Gehäuseinneren festzieht. Jetzt muss der Stecker nur noch hier an den V-In. Darauf achten, 5 Volt und Ground ist beschriftet, also rot an 5 Volt, schwarz an Ground. So, fertig. Hier auf der Seite haben wir den Stromanschluss. Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal ein Loch vorgesehen. Das könnt ihr rausbrechen, optional. Wenn ihr jetzt mehrere von diesen Geräten bauen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, ein Netzteil zu verwenden. Hier geht der Strom rein, hier kommt der Strom wieder raus und dann könnt ihr von hier direkt die nächste Lampe ebenfalls mit Strom versorgen über das gleiche Netzteil. Die Platine hat dafür auch nochmal einen 5 Volt Ausgang. Den könnt ihr dann mit der zweiten Buchse verbinden und somit spart ihr euch ein zusätzliches Netzteil, wenn die irgendwo nebeneinander oder in erreichbarer Nähe liegen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, hier kommt auf die Platine noch jeweils ein Punkt Heißkleber auf beide Ecken. Einfach, dass die Buttons uns hier nicht mehr abhauen können. Ja, und dann können wir ins Büro wechseln, um Software auf unseren D1 Mini zu packen. Ja, ich bin jetzt im Büro angekommen und auf dem Weg ins Büro habe ich jetzt den D1 Mini schon am Home Assistant USB-Anschluss angeschlossen. Ihr seht jetzt hier mein Home Assistant und darin wechseln wir direkt nach ESP Home. Hier in der Übersicht seht ihr jetzt alle meine ESP Home Geräte und hier oben rechts habe ich schon das Hue Ambience Clone für den D1 Mini vorbereitet. Damit wir das jetzt flashen können, müssen wir noch hier oben den USB-Anschluss auswählen. Das ist in meinem Fall /dev/TTY-USB 0, also das, wo in Klammern USB-Serial hintersteht. Das wählen wir aus, gehen mal eben kurz hier in das Programm rein, indem wir auf Edit klicken. Ich werde jetzt dieses Programm aber nicht mehr Schritt für Schritt durchgehen. Für alle, die interessiert, wie dieses Programm genau arbeitet, die können mal oben in die Infobox klicken. Da verlinke ich euch den Stream zum Thema Offline-Automatisierungen. Da gehen wir dieses Programm nämlich Schritt für Schritt durch und schauen uns jede einzelne Funktion und die ganzen Offline-Automatisierungen hier unten an. Wir machen das jetzt hier nur einmal im Schnelldurchlauf. Hier oben natürlich müssen wir das richtige Board und die richtige Plattform auswählen. Wi-Fi und die ganzen Passwörter angeben. Dann werden jetzt hier ein paar Variablen für die Farbauswahl erzeugt. Unter Binary Sensor haben wir unsere zwei Buttons. Einmal den Power-Button und einmal den Button für die Farbwahl. Wie gerade schon erwähnt, beide mit On-Press-Funktionalität. Das heißt, wir brauchen gleich im Home Assistant keine Automatisierungen mehr. Und zu guter Letzt unsere LEDs mit einem Regenbogeneffekt zusätzlich zur normalen Farbauswahl. Ja, und das laden wir jetzt einfach mal hoch. So. Der Upload ist abgeschlossen. Wir können hier auch sehen, er hat in unser WLAN verbunden. Hier steht's, Wi-Fi connected. Hier könnt ihr auch sehen, er hat die IP 192.168.5.109 bekommen in meinem Fall. Und hier unten seht ihr auch schon eine Benachrichtigung. Wenn wir da mal draufklicken, sagt er uns hier, er hat ein neues Gerät erkannt. Also klicken wir einfach auf Check it out. Er bringt uns sofort in die Integration und zeigt uns hier ESP Home, ein neues Gerät, und zwar Hue Ambience Clone D1 Mini. Wir klicken auf Konfigurieren und bestätigen das Hinzufügen von unserem neuen Gerät durch Absenden. Dann will er hier noch unser ESP Home Passwort haben. Wenn wir das eingegeben haben, können wir das Gerät noch einem Bereich zuordnen. Ich sage jetzt einfach mal Büro und wir klicken auf Fertig. Damit taucht unser Gerät hier in unserer ESP Home Integration auf. Wenn wir draufklicken, sehen wir auch, wir haben ein Gerät und drei Entitäten. Das ist auch richtig, denn wir haben einmal unseren Farbwahl-Button, wir haben unseren Power-Button und wir haben unsere LEDs.
Sollte diese Information, diese Benachrichtigung hier nicht auftauchen, habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze von Hand einzufügen, nachdem ihr das Sketch hochgeladen habt. Und zwar klickt ihr auf Einstellungen, auf Integrationen, wählt hier unten das Plus, also Integration hinzufügen, sucht hier ESP Home und dann müsst ihr nur hier die IP eintragen, also in meinem Fall wäre es 192.168.5.109 gewesen. Und wenn ihr jetzt hier auf Absenden klickt, in meinem Fall ist es ja jetzt schon hinzugefügt, aber dann kämt ihr genau in diesen gleichen Dialog, um euer Gerät einzubinden. Ja, und nachdem euer Gerät hier in der ESP Home Integration eingebunden ist, können wir es jetzt auch in unser Dashboard hinzufügen. Dafür wechsle ich mal in die Übersicht auf meinen Lampenreiter, sage hier oben Benutzeroberfläche konfigurieren und füge eine neue Karte hinzu. Und für RGB-LEDs mit Effekten wähle ich immer die Karte Light Entity Card. Für alle, die diese Karte noch nicht kennen, diese könnt ihr im Hex Store installieren und danach hier verwenden. Für alle, die noch kein Hex in ihrem Home Assistant installiert haben und auch nicht wissen, wie das geht, schaut mal oben in die Infobox, da verlinke ich euch ein Video, in dem ich euch Schritt für Schritt zeige, wie ihr in euer Home Assistant Hex installieren könnt. Wir machen jetzt hier weiter und wählen die Light Entity Card aus. Das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir müssen das richtige Entity auswählen. Na, ganz unten Light Hue Ambience LED Lights. Das wählen wir aus und sagen Speichern. So, und jetzt sehen wir, haben wir hier unten unsere Hue Ambience LED Lights. Und wenn wir die einschalten, können wir dann hier drüber auch die Farbe einstellen und unseren Regenbogeneffekt ein- oder ausschalten. So, das ist also die Möglichkeit, wie wir jetzt unsere LEDs über Home Assistant steuern können. Aber das Ganze funktioniert, wie eben angekündigt, auch komplett ohne Home Assistant. Das heißt, das, was wir jetzt hier in der Oberfläche gemacht haben im Dashboard, das ist optional. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zum Abschluss noch einmal kurz an, wie das Ganze aussieht, wenn wir das Gerät über die Tasten verwenden möchten. Ja, die Software ist auf dem D1 Mini drauf. Der D1 Mini ist wieder im Gehäuse. Und in der Zwischenzeit kam auch noch DHL. Die haben mir noch ein Paket von PCBWay gebracht, denn ich wollte euch nochmal was Gutes tun. Wir erinnern uns, das ist die Platine von diesem Projekt, das ist die Rückseite und wie ich zu Beginn des Videos ja schon gesagt hatte, ich habe bei der Platine Panelizing ausprobiert, wie Jürgen uns das erklärt hat. Aber ich habe es nicht zu Ende gedacht, denn die Platine ist nur 3 cm breit, hätten also auf 10x10 cm drei nebeneinander gepasst. Da ich euch jetzt also nicht nur so eine kleine Platine schicken wollte, habe ich mich nochmal hingesetzt, habe aus dieser einen Platine ein Panel mit drei Platinen gemacht und habe mir davon nochmal welche kommen lassen. An sich genau die gleiche Platine, nur eben drei Stück nebeneinander. Und von diesen Dreierpacks verlose ich 10 Stück unter allen Kommentaren unter diesem Video. Wenn ihr also Bock habt, diese Platine zu gewinnen, um das Projekt hier zu Hause bei euch nachzubauen, dann lasst einfach nur einen Kommentar da und ich verlose am 21.03. unter allen Kommentaren diese 10 Platinen. Damit ihr jetzt aber noch wisst, wie das ganze Projekt am Ende aussieht, würde ich sagen, schauen wir uns das noch eben zusammen an. Ja, und so sieht das ganze Gehäuse jetzt aus. Hier haben wir unsere Taster. Hier seht ihr die LEDs so leicht durch den Boden durchscheinen. So, und wenn wir das Ganze jetzt hier mal über den Power-Taster einschalten, dann seht ihr, die LEDs gehen auch an. Wenn ich jetzt hier auf die Farbtaste drücke, dann wechselt er die Farben der Reihe nach durch. Und wenn ich jetzt die achte Farbe anwähle, dann ist das unser Regenbogeneffekt. Und der läuft jetzt einfach konsequent alle seine Farben immer wieder durch. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Rot auswählen, ich glaube, das ist auf der Kamera noch am besten zu erkennen, und ich schalte jetzt das Licht aus, schalte es anschließend wieder ein, dann hat er sich auch die zuletzt gewählte Farbe gemerkt. Wenn ihr einmal euren Farbton ausgewählt habt, könnt ihr die Lampe ausmachen, schaltet sie am nächsten Tag wieder ein und die Farbe bleibt bestehen. So, und jetzt stelle ich die mal eben hier so hin. So, und jetzt haben wir hier nochmal die Home Assistant App und ihr seht, auch darüber kann ich jederzeit die LEDs zum Beispiel auch dimmen oder steuern oder was auch immer. Und ich kann hier in Home Assistant die Lampen ausschalten, legt mein Handy weg
und kann hier über die Power-Taste die LEDs wieder einschalten. Ja, das war's mit dem Huawei Ambience Klon. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben und ihr noch Fragen haben, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das Projekt bei euch zu Hause nachzubauen und ihr wollt so eine Platine gewinnen, lasst einen Kommentar unter dem Video da. Ich verlose am 21.03. 10 von diesen Platinen unter allen Kommentaren unter diesem Video. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch den Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!